Willkommen, liebe Leute, willkommen, hallihallo an Twitch, hallihallo auch an YouTube und ihr ahnt gar nicht, liebe Leute auf YouTube, wie bang wir gerade auf Twitch, wir zeichnen das gerade hier auf, am 7. Juni abends auf Twitch und ihr ahnt gar nicht, wie nervös die Meute ist, mich eingeschlossen, weil es das Gerücht gibt, angeblich würde heute Abend am 7. Juni Civilization 7 angekündigt werden, dieses Logo geisterte durchs Internet mit der Ankündigung, es würde irgendwie heute Abend geschehen. Wir wissen es nicht, werden uns während des Streams überraschen lassen. Und wenn dieses Video hier wird morgen früh veröffentlicht auf YouTube, am 8. Juni morgens um 7 Uhr. Das heißt, ich kann jetzt in die Zukunft blicken, liebe Twitch-Leute, blicke den YouTube-Leuten ins imaginäre Auge und kann sagen, hey, in dem Augenblick, wo ihr das YouTube-Video guckt, seid ihr klüger als wir jetzt. Ja, ihr seid auch jünger, wir sind also dann älter. Was? Und ihr wisst dann schon, ob es stimmt. Und ihr wisst dann, ob wir uns umsonst aufgeregt haben oder nicht. Würde das rauskommen, würde ich möglichst schnell allerdings auch irgendwie. Komm, jetzt spielen wir weiter Civ 6 hier. Sollen wir erstmal mit Civ 6 hier weitermachen. Also, ein bisschen hin und her ziehen. Vier Siedler unterwegs. Eine Runde aussetzen. Ne, hier unten eins runter, weil eventuell nach hier eine Stadt gründen. Und eine Runde weiter. Können wir hier unten roden? Wir hatten vergessen, letztes Mal den Pingala wegzuschubsen. Den wollten wir hier nach Blutlache schieben. Und wir haben einen Gouverneurstitel für den Magnus und den würden wir hier unten reinpacken. Dann könnte die Stadt übrigens auch Siedler produzieren. Nee, das ist Quatsch. Wir schicken Pingala oben hin. Würden wir hier denn überhaupt noch mehr roden? Ist egal. Wir wollten ihn hier hinschicken, den Magnus wegen des. Wir wollten den Magnus hier hinbringen, wegen dieser Beförderung, dass es hier 20% mehr Nahrung gibt. Weil wir haben gemeinsam bereits identifiziert als Problem in der Stadt vermutlich nicht Wohnraum, sondern Nahrung, wenn ich mich richtig entsinne. Deshalb wollten wir auf das Nahrungsfeature gehen und darauf, dass von ihm aus Handelsrouten starten und mit der Ahnenhalle. Wollten wir dafür sorgen, dass in allen Städten Handwerker entstehen? Genau, und bei Wohnraum hatten wir gesagt, wir machen nicht den Audienzsaal, der normalerweise Wohnraum begibt, weil das kriegen wir auch so irgendwie anders hin. So war es, glaube ich, genau. Naja, komm. So, wie viel Wohnraum haben wir im Augenblick? 9. 9 Wohnraum. Das ist ja krass. Aber ich glaube, wir hatten gesagt, hier gäbe es so viel Attraktivität, dass wir problemlos irgendwo noch Wohngebiete hinsetzen könnten. So hatten wir das, glaube ich, geplant. Ja? So, liebe Leute, wir machen mal weiter und schieben den Gouverneur Pingala dorthin. Na, ja, sollen wir das? Ja, wir schieben den. Wir ziehen den Plan durch. Der kommt rüber nach Blutlache. Jetzt haben wir für kurze Zeit leider etwas weniger naturwissenschaftliche Forschung. Der ist in 5 Runden etabliert und dann gibt er wieder Forschung pro Bürger. Und dann holen wir uns einmal den Kollegen Magnus. Schicken den nach Dracubul. Obwohl. Das ist Quatsch, wisst ihr warum? Den wollten wir hinschicken wegen des Rodungsertrages. Denn geben wir den Gouverneurstitel lieber aus für Blutlache und dafür, dass in Blutlache mehr kulturelle Forschung entsteht. In 5 Runden. Denn hier unten, ja, das so machen wir das. Weil hier müssen wir ja, kommen wir mit dem Roden eh zu spät. Wir nehmen den Gouverneurstitel, um Pingala zu befördern. Und geben dem Connoisseur und einen Kulturpunkt mehr. Hätte wir nicht noch einen Titel? Habe ich den gerade schon ernannt? Nein. Habe ich gerade schon ernannt? Hatte ich den letzten Mal ernannt? Habe ich den gerade ernannt? Ja, auf jeden Fall, jetzt ist er da. Dann schicken wir den nach Dracubulsburg. Habe ich den gerade ernannt versehentlich? Vor lauter Aufregung. Habe ich den gerade ernannt, weil ich so nervös bin wegen Civ 7? Oder war das beim letzten Mal? Habe ich gerade den angeklickt und war mit einem Gedanken bei Civ 7 oder war das letztes Mal? Liebe Leute, habe ich den gerade geholt, vor lauter Nervosität, weil ich mir gedacht habe, eventuell kommt gleich Civ 7 raus, wenn wir jetzt einen Undo-Button hätten. Liebe Leute, Daumen drücken, wünscht ihr euch nicht wie ich für Civ 7 einen Undo-Button? Wer wünscht sich für Civ 7 einen Undo-Button? Liebe Leute, Civ 7, Daumen drücken. Wer wünscht sich einen Undo-Button, wünsche ich mir. Einen Schieberegler wünsche ich mir.
Ich wünsche mir das Praktikalbe als alternativen Anführer von bei den Civilization einfachsten 7. Anfängen an habt ihr uns zu wahrer Größe geführt. Oder? Lasst Bronze zu Eisen werden und was herrscht ihr euch? Mit Pferd und Schwert. Schieberegler. Der Himmel über uns lüftet immer mehr seine Geheimnisse. Diese Aussicht auf Glaubt Reisen ihr, dass Deutschland Küsten mit im Civ 7 drin wäre? Welcher Anführer? Schlagen. Welcher Anführer für Deutschland? Mächtiger Matthias, ihr besitzt ebenso viel Wissen wie Waffengeschick. Angela Merkel. Möge eure furchterregende schwarze Armee in der Schlacht als eure starke Hand dienen. Arminius der Ekeruska. Lasst sie als Schwert gegen eure Feinde schlagen und als Schild euren treuen Untertanen Schweiz, Schutz gewähren. Einmal die Schweiz mit. So wird man euren Namen noch viele Generationen lang voller Ehrfurcht aussprechen. Ja. Sag mal, war jemals die Schweiz in einem Civ-Tal drin? Österreich, ja, Österreich-Ungarn, oder? War da mal bei Civilization 5, glaube ich, dabei, ne? Schweiz, war die Schweiz schon mal dabei? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Ja, liebe Leute, wie sollen wir uns hier auf das Spiel konzentrieren, wenn die ganze Zeit dieses Gerücht bei uns im Hinterkopf war? Aber das ist ja echt grauenhaft hier. Hier vorne eine Runde aussetzen. Ich hoffe, ich mache nicht zu viele Fehler. Vor lauter WB ist nervös und hofft auf ein Civ 7 hier. Also, jetzt ist der Gonosuke da. Jetzt schicken wir den Impingala. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Einmal Connoisseur bitte. Einmal rüberziehen. Und jetzt eine Runde weiter. Mann. Otto Walkes. Was? Kaiser Wilhelm. Genf ist dabei, als Stadtstaat, das stimmt, ja. Aber ich habe gerüchteweise gehört, im nächsten Civ-Tal, ich weiß nicht, ob es stimmt, da würde der Serisch wäre stark unter dem Thema, da ging sehr viel um Essen und Trinken. Also die hätten entdeckt, die Hauptzielgruppe der Civ-Spieler seien solche, die auch gerne die Leckerschmecker wären und deshalb würden die viele Stadtstaaten austauschen, gegen, habe ich gehört, gegen Leckereien. Statt Genf würde zum Beispiel Senf in das Spiel reinkommen. Ein Gerücht. Karl Alarm bei WB. Ganz offen, euer Statement. Kann es noch schlimmer werden als diese völlig absurde Bemerkung, die ich gerade gemacht habe? Ist auf der unten offenen Kala von Dead Jokes bei WB. Ist da noch Luft nach unten oder habe ich die Latte gerade echt nach unten rausgerissen? Glaubt ihr, es geht noch mehr? Glaubt ihr, ich kann noch tiefer sinken oder was war das Tal? Was glaubt ihr? Niveauloser geht immer bei WB. Okay, ist einer Luft nach unten. Oh lala. Es tiefer geht immer. Lieben Dank, dass ihr mir das zutraut. Ein schönes Gefühl hier. Ein wundervollendet Tempel der Artemis. Irgendwo gibt es Flussüberschwemmungen. Es geht immer tiefer, okay. Hier machen wir gar nichts. Also wir könnten angreifen und eine Runde heilen. Die können nämlich nicht heilen, wir können heilen. Der steht auf blödem Gelände. Warum nicht, wenn der uns nicht angreift, dann wir halt. Dann wird jetzt gerodet und wir roden hier, nachdem wir das Geländefeld gekauft haben, roden wir uns ein Stück die Ahnenhalle. Wir kaufen gegen 120 Ocken. Und jetzt roden wir uns. Wie viel fehlt noch von der Ahnenhalle? Ungefähr 84 fehlt. Und was bekommen wir? 47. Das lohnt sich ja fast gar nicht. Ich denke sogar drüber nach, ob wir nicht 6 Runden warten. Wir können gleich hier ein Sägewerk draufsetzen. Lohnt sich das überhaupt, Leute? Dafür habe ich gerade Geld ausgegeben. Nur weil wir den doofen Magnus hier nicht haben. Lohnt sich das überhaupt? Glaubt ihr, wir sollen die Ahnenhalle erroden? Warum wollten wir überhaupt roden? Das ist doch Quatsch. Wir bekommen die in 6 Runden, gründen wir unsere Städte. Im Augenblick warten wir mit allem ab. Also wird sich insofern lohnen, weil wir dann mehrere Städte früher hätten, ne? Rapiana, danke für die beiden verschenkten Abos. An Howie Dauf und an Kasias oder wie auch immer. Roden oder nicht? Hier hätten wir hier haben wir gleich die Möglichkeit, plus 2 Produktion zu bekommen. Du Sägewerk. Ich glaube, das lassen wir stecken.
Ist doch völlig unsinnig hier. Vielleicht gucken wir, dass wir auch statt auf Nahrung, auf Produktion hier gehen. Damit das schneller geht. Dazu habe ich das hier oben Geld ausgegeben. So wird die Ahnenhalle auch in 6 Runden fertig. Nee, der ist von hier gemobst worden. In 5 Runden. 5 Runden die Ahnenhalle und so in 6. Ich weiß, es klingt absurd, aber ich rode nicht und gehe auf die 5 Runden Ahnenhalle als einen faulen Kompromiss. Wir machen Politik. Die Politik besteht aus nichts anderem als aus faulen Kompromissen. Dann hat es sich außerdem irgendwie gelohnt, dass ich das Feld gekauft habe. Ja, ich weiß, es ist völlig bekloppt. Und mit dem, den ziehen wir hier runter und werden hier gleich das Sägewerk hinsetzen. Okay? Ja, im Norden kommen jede Menge Barbaren. Ich weiß. Ja, wir können durchziehen. Wir hatten ja gepokert und darauf gehofft, dass uns hier Platz gemacht wird. Das war wichtig. Hier einmal Färbemittel gemacht. Da oben können wir uns jetzt die Pelze holen. Oder wir ziehen mit ihm nach oben hin, aber das ist ja Quatsch. Oben bekommen wir gleich die Handwerker. Da oben gehen wir auf die Pelze drauf. Wunderbar. Eine Runde weiter. Mann, Rapiana hat 2 Abos geschenkt und begründet es mit den Worten: Ich unterstütze euch sehr gerne. Da die Rechnung einfach ist, würde ich nicht zuschauen, würde ich im Pub mehr Geld ausgeben. Also spare ich eigentlich. Ich hoffe ja sehr, dass die uns nicht Städte hier vor der Nase hinsetzen. Oh, der ist doof. Der Bogenschütze ist ganz doof. Der ist richtig doof. Hier wollten wir auch eine Stadt gründen. Oh Gott, das dauert jetzt ewig mit der Anna. Dauert ewig und 13 Jahre her. Da ist der Speer in Blutlache. Wenn wir eine Wassermühle bauen würden, ging das hier schneller. Und die Wassermühle lohnt sich ja auch sehr, weil wir sehr viele Reisvorkommen haben. Damit die Wassermühle aber funktioniert und ihre Erträge gibt, müssten da Bauernhöfe stehen. Das wäre ein Grund für einen Handwerker. Wir können allerdings auch die Wassermühle kaufen gegen 320 Ocken. Und dann hätten wir hier das Heureka und dann würden wir danach den Handwerker uns erbauen. Ja, sollen wir das machen? 12 Runden noch hier. Oder wir sagen einfach, die Wassermühle wäre auf normalem Wege in 7 Runden da. Und viel mehr. Dann würden wir hier 5 Runden sparen. Dann könnten wir die auch erbauen. Dann könnten wir stattdessen den Handwerker kaufen. Weil der Handwerker gibt uns sofort Erträge. Wann kommt die Karte rein, mit der die Handwerker extra Aktionen haben? Noch lange nicht. Dann kaufen wir lieber den Handwerker. Ich glaube, das bringt mehr. Wir kaufen den Handwerker und bauen den Wasserspeicher, die Wassermühle. Nach den Kornspeicher noch. Wisst ihr was? Mich macht das so nervös hier. Ich ziehe ja schon wieder einmal rauf. Ich will die Option haben, ich weiß, es ist bekloppt, aber ich will die Option haben, jederzeit hier oben roden zu können. Mich macht die Situation oben total nervös. Mit dem Speer wollten wir links lang laufen. Oh, da habe ich mich auch verklickt. Mich macht das auch mit Civ 7 so nervös. Komm, also die Leute auf YouTube kichern in sich rein. Die wissen jetzt, ob Civ 7 angekündigt wurde oder nicht. Mich macht das total nervös hier gerade. Eine Runde weiter. Hoffentlich gründet hier niemand anders eine Stadt. Noch ist es nicht der Fall. Ein Pilz schreibt, so viel zum Thema Pub und Bier, Zitat, darauf basiert mein gesamtes Twitch-Konzept.
Rapiane hatte vorher noch ein Abo verschenkt an De Guay. Danke an dich. Dinator, willkommen bei uns. Dinator ist neu bei uns. Ongri, 8. Abo. Danke an Ongri und Dinator bitte begrüßen mit Willkommensblumensträußen. Produktion hier unten, da ist der Händler. Den wollten wir hier unten starten lassen, denn wir wollten eine Handelsroute hier hinziehen, damit in Rakubuls Burg Nahrung entsteht. Und noch ein Händler geht nicht. Stadtmauern brauchen wir nicht. Wir könnten auch einen Handwerker nach oben oder noch einen Siedler. Campus. Hier vorne kommt ein cooler Dreier-Campus hin. Den würde ich jetzt langsam mal bauen. Ja? Ein Dreier-Campus. Wohnraum hätte uns allerdings auch geholfen, damit die Stadt überhaupt weiter wächst. Und er wäre in 7 Runden fertig, den könnten wir uns auch gönnen. Feedback aus dem Chat. Campus oder Aquädukt? Ich bin für Aquädukt. Jager hat ein Abo verschenkt an Cat4U. Vielen Dank. Ich bin für Aquädukt. Es sind 7 Runden fertig und dann haben wir genug Wohnraum, damit die Stadt weiter wächst. Danach geht es mit dem Campus weiter. Mal hier vorne an das Jagdlager. Ich glaube, ich ziehe heute nicht klug. Ich bin irgendwie echt nervös geworden hier. Mit Graf Dracobull geht's nach oben hin. Und die drei Städte wollten wir hier, hier und da bauen. Das heißt, der zieht auch nach oben weiter. Ne? Eine Stadt, zwei Stadt, drei Stadt. Bitte beachtet, wie perfekt ich den Plural bilden kann. Und Jet to Space. Aber verschenkt an Matthias. Danke dir, Andreas. Danke dir. Ich weiß, das klingt bekloppt, immer rauf und runter ziehen, aber ich bin heute sowieso nur halb denkfähig. Da ist der Handwerker. Und jetzt überholen wir uns ein paar Bauernhöfe. Hier, damit der der Wasser, die Wassergeschichte sich da gleich auch richtig lohnt. Den ziehen wir nach unten hin. Steht im Prinzip an der richtigen Stelle. Der schießt freundlicherweise nicht auf uns, der Bogenschütze. Das hier beunruhigt mich sehr. Wir setzen nochmal eine Runde aus und heilen nochmal. Der kommt nicht bis hierhin, das ist soweit gut. Wenn wir hier doch roden würden mittlerweile. 4 Runden noch kommt die an alle. 51 Produktion. Wenn wir hier nächste Runde roden, wäre die im Notfall sofort fertig. Die gibt dann jeder Stadt, die dann danach spawnt, einen gratis Handwerker. Matthias! Matze! Verschenkt 10 Abos an Franz, an Eraklion, an Beckerson, an Madpole, an Emmes, an Psycho, an Jakob Fugger, an Ateira, an Red Cloud und an Trapster. Vielen Grüße, danke an dich. Und dass eventuell, wir wissen, sich an dem Tag, an dem Civ 7 angekündigt wird, Daumen drücken. Das ist das geleakte Logo. Die Leute auf YouTube halten mich für bescheuert, aber ich kann nicht anders. Ich kann an kaum was anderes denken hier. Ich bin echt total lahmgelegt im Kopf hier. Total lahmgelegt hier. Seit Jahren warten wir bangen drauf und hoffen. Heute könnte es endlich wahr werden. Heute ist Summer Game Fest. Heute wird es eventuell angekündigt. Offene Grenzen, einmal Salpeter. Nee, aber ich bin bereit, die offenen Grenzen zu verkaufen gegen 2 Gold 30 Runden lang. Weil das unser Verhältnis zu ihr verbessert. Titan, danke dir. Wie viel das Abo? 6. Halbes Jahr, Grüße an dich, Titan. Daumen drücken, dass heute Civ 7 kommt. Hier nochmal runter. Ja, jetzt sind wir langsam beschossen. Jetzt werde ich etwas nervös. Wir bleiben noch mal stehen. Wir heilen noch mal aus hier. Oder sollen wir jetzt sagen, wir machen Nägel mit Köpfen, Leute. Damit wir überall auch... Schau mal, wir könnten hier diese Runde jetzt hier eine Stadt gründen. Wir könnten diese Runde jetzt hier eine Stadt gründen. Wir könnten diese Runde hier eine Stadt gründen. Und das alles können wir nur deshalb im Augenblick noch nicht, weil ich zu geizig bin, mit dem Kollegen hier zu roden. Dann bekämen wir 47 Produktion, dann wäre sofort die Ahnenhalle fertig. Sofort. Weil ich nicht 3 Runden warten will. Weil gleich die Sägemühle fertig wird.
Wir warten noch mal eine Runde. Nein, oh Gott, das ist für ein Zeitalterwechsel, Rodagasko. Da gucke ich gar nicht drauf. Das ist also wirklich nicht. Jetzt machen wir eine Handelsroute Richtung. Wir könnten hier hin. Handelsposten entsteht, dann kann man weiter gelegene Städte verbinden. Aber ich würde eigentlich lieber hier oben hin und danach hier hinten weiter. Eine Handelsroute nach Blutpforte. Eine Nahrung, eine Produktion. Sobald das Aquädukt hier steht und der Campus, haben wir hier unten Eureka, auch mehr Erträge hier unten, denn jeder Bezirk, der in der Zielstadt entsteht, gibt der eine Handelsroute, die in der Stadtstadt losgeht, extra Erträge hier. Was der Vorteil von Warten ist, das ist der, dass wir in gleich Sägewerke freigeschaltet haben und die Stadt muss hier riesengroß werden. Das ist unsere Challenge. Hier müssen wir auf 30 Bürger kommen und der nicht gerotete Wald wird 30. Wird dann plus 4 an Produktion bringen hier. Das wäre der Vorteil. Ein Bauernhof, bitte. Werden die auch brav genutzt? Ja. Und wir haben auch mehr Wohnraum, weil die zusammen einen Wohnraum mehr gegeben haben. Das ist auch gar nicht so schlimm, dass wir zuerst die Wassermühle bauen und den Kornspeicher, der zwei Wohnraum mehr gibt, ignorieren. Ich soll Truppenbewegung im Norden untersuchen. Es gibt keine Truppenbewegung im Norden. Hier ist nichts. Mit denen sind wir befreundet, glaube ich. Wir sind nicht befreundet mit denen. Ziehen die jetzt zu uns runter? Meinst du die hier vorne? Also falls die zu uns runterziehen, dann wird das auch doof. Dann sollten wir mit dem Drakobull oder mit wem auch immer schnell oben sein halt, ne? Weiterziehen. Weiter erkunden, eine Runde aussetzen. Eine Aktion haben wir. Was machen wir mit dem Kollegen? Sludrig. Danke fürs 14. Abo. Liebe Grüße an dich, danke dir. Andreasana hofft schon seit 33 Monaten auf einen Schieberegler. Danke dir für deinen Zap, Andreasana. Mann. Blutpforte. Hier unten Kupfer anschließen. Da soll nachher ein Schutzgebiet hin. Deshalb wird das Kupferbergwerk nicht auf Dauer. Hier vorne könnten wir einmal eine Mine bauen allerdings. Oder die Mine machen. Und später dann wieder entfernen. Das könnten wir auch machen. Und die Idee gefällt mir eigentlich. Ja. Ja, ich drücke auch die Daumen für Civ 7. Matt Eagle und ich.